Hallöchen, ich zeige euch heute zwei Weine aus unserer jungen Cuvée-Schmiede. Es war mal eine fixe Idee zu sagen, jeder Weinküfer aus dem Keller darf seinen eigenen Cuvée kreieren, und aus dieser fixen Idee wurde fester Bestandteil und ist nicht mehr wegzudenken. Und genauso haben wir hier jetzt ganz frisch knackig zwei schöne Rotlinge, einmal als Rosé und einmal als Weiß. Beide hier gekeltert, zusammen bereits auf der Presse. Trollinger und Riesling, zwei Hauptrebsorten hier bei uns im Haus. Und der Blanc et Noir hat hier noch einen kleinen Tick Kerner mit dabei. Wie funktioniert es jetzt, dass hier einmal der Noir et Blanc Roséfarben hat und einmal das Cuvée Blanc et Noir in Weißwein? Wir haben hier den Trollinger-Anteil ganz, ganz kurz im Maischestandzeit, sodass wir die Farbe aus der Schale rausziehen konnten. Beim Blanc et Noir hier haben wir jeglich auf Maischestandzeit verzichtet, haben ganz, ganz sanft abgepresst, sodass keine Farbe aus der Schale entzogen wird. Ihr seht jetzt auch hier schon im Glas den schönen Unterschied. Wie schon gesagt, Trollinger und Riesling und beim Weißen noch ein bisschen Kerner mit dabei. Das Schöne an der jungen Cuvée-Schmiede ist ein leichter Anteil von Restsüße, und der Riesling und diese Restsüße macht das Ganze so prickelnd und so frisch. Wir haben vom Trollinger richtig schöne Himbeer-Erdbeer-Aromen, vom Riesling die Zitrusaromen. Und auch im Geschmack ganz klar. Der Trollinger ist da, und ihr merkt schon bei mir auch, der Riesling sorgt jetzt für die knackige Säure. Ganz, ganz harmonisches Spiel, Restsüße und Säure macht es, finde ich, richtig erfrischend. Und beim Blanc et Noir werden wir jetzt gleich merken in der Nase, und auch im Geschmack der Kerneranteil, der das Ganze noch ein bisschen fruchtiger macht. In Richtung Melone, reife Aprikose, aber auch hier ein ganz tolles Säure-Süße-Verhältnis, was diese zwei Weine, finde ich, zu einem ganz, ganz tollen Begleiter macht. Lasst es euch schmecken. Bis bald.